Ich möchte nun den Begriff des Körpers definieren. Das ist eine algebraische Struktur, in der Sie addieren und multiplizieren können. Sie haben also zwei Verknüpfungen definiert. Zugegeben, das können Sie eigentlich auch schon in Ringen, wo dann Distributivgesetze das Zusammenspiel von Addition und Multiplikation regeln. Ein Körper hat aber eben noch viel mehr Struktur als ein Ring. Und wir beginnen mit einem kommutativen Ring R mit Addition und Multiplikation. Und dieser kommutative Ring, der soll auch ein 1-Element besitzen. Und ich möchte Ihnen das kurz in Erinnerung rufen. Das heißt insbesondere, dass für alle A in R im Ring gilt. Also wir haben A plus ein neutrales Element der Addition, da kommt also wieder A heraus. Wir haben A plus, ja, es gibt ein inverses Element der Addition, da kommt das neutrale Element heraus und eben die 1, das heißt, wir haben A mal 1 ist wieder A selber. Und das klassische Beispiel eines kommutativen Ring mit 1 sind die ganzen Zahlen mit der üblichen Addition und Multiplikation. Und was immer in allen Ringen gilt, ist, dass 0 mal ein Element A, da kommt immer wieder das neutrale Element der Addition heraus und das inverse Element der Addition des 1-Elementes mal A ist genau das Inverse von A bezüglich der Addition. Okay. Kommen wir wirklich zur Definition. Also ein kommutativer Ring R mit Addition und Multiplikation mit 1 Element heißt Körper, falls R, wir nehmen allerdings die 0 heraus, mit der Multiplikation eine abelsche Gruppe ist. Können uns fragen, warum müssen wir eigentlich die 0 herausnehmen? Naja, wir wissen, in der Multiplikation ist die 0 mal ein beliebiges Element, ist immer die 0. Damit aber wir eine abelsche Gruppe haben, brauchen wir also ein inverses Element. Und also zu 0 können wir aber nichts finden, wo dann tatsächlich die 1 herauskommen würde. Deswegen müssen wir in der Multiplikation dann die 0 herausnehmen. Okay. Wenn Sie nicht mehr so ganz genau sich erinnern, was ein kommutativer Ring mit 1-Element ist, kann ich es Ihnen aber auch noch alternativer geben. Also wir haben K plus mal ist ein Körper. Das ist tatsächlich äquivalent zu K bezüglich der Addition und eben K ohne die 0 bezüglich der Multiplikation sind abelsche Gruppen. Das ist ein bisschen eine symmetrischere Definition für
einen Körper und 2, ja, wir müssen jetzt aber noch Addition und Multiplikation miteinander geeignet kompatibel halten und dazu gelten dann gerade oder müssen die Distributivgesetze. Gelten, das bedeutet, dass sie eben Dinge ausklammern können oder sie sagen auch manchmal, dass sie Dinge herausheben können. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass Addition und Multiplikation miteinander kompatibel sind. Ja, wenn wir einen Körper haben, wollen wir die Schreibweise noch etablieren. Für alle A in, ja, also K allerdings nicht die 0. Gilt also A mal, und jetzt, es muss ein inverses Element bezüglich der Multiplikation geben, und das nennen wir oder schreiben wir als A hoch minus 1. A hoch minus 1 ist immer das Inverse der Multiplikation, und minus A ist das Inverse der Addition, die 0 ist immer das Neutrale der Addition und die 1 ist immer das neutrale Element der Multiplikation. Diese Schreibweise ist Konvention.